Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein dickes, fettes Hardcover-Update. Die Hardcover-Updates laufen aktuell nicht so gut auf dem Kanal. Aber ich hoffe, ihr macht, wenn ihr seht, vielleicht ein bisschen Werbung dafür für die Hardcover-Ausgabe. Vielleicht auch. Würde mich tierisch freuen, weil ich habe einige Schätze dabei, auch gerade in diesem Video. Und hier gerade hier ein alter Klassiker, Don Quixote, hätte ich fast gesagt. Irgendwie spreche ich seit Tagen schon falsch aus. Und ich bin auch ein bisschen in die Kritik geraten, weil ich einige Sachen auch falsch ausspreche. Ich lasse das weg. Schon wenn ich schon kein Englisch kann, kann ich auch kein Spanisch. Der Leitsatz da hinten drauf steht, als wäre dieser Roman nicht 400 Jahre alt, sondern funkelnagelneu, trifft vollkommen zu. Ich habe bis jetzt mein Lesezeichen hier fast die Hälfte erreicht und ich muss sagen, ich habe mich weggehauen. Also es ist wirklich, wirklich sehr zeitlos, dieser Roman, beziehungsweise jetzt das Comic. Ich klappe das Ganze mal auf, damit ihr auch mal die Zeichnung seht. Sie sind auf den ersten Blick recht einfach gehalten, aber auf den zweiten Blick erfüllen sie auf jeden Fall ihren Sinn und ja, geben die ganze Verrücktheit von dem Hauptdarsteller wieder. Und es ist wirklich eine Augenweide, das zu lesen. Es ist sehr dialoglastig auf jeden Fall. Man muss einiges lesen. Man kommt auch gut voran, weil der Humor über allem steht. Und es ist wirklich eine sehr gute Ausgabe, aber leider hier ein Tick kaputt. Vielleicht seht ihr es. Aber hier von Graphic Novel, von Egmont wurde das rausgebracht und kostet auch nur 25 Euro für so einen dicken, fetten Schinken mit fast 300 Seiten. Ich muss mal gucken. Hier 288, also fast 300 Seiten dick für 25 Euro. Eine wirklich tolle, zeitlose Geschichte, kann ich euch nur empfehlen. Das nächste ist schon eine absolute Kaufempfehlung. Darüber werde ich eine Review schreiben, habe sie gerade abgetippt. Je nachdem, wie sie online ist, ihr wisst ja, die Problematik mit den Videos hochladen und den Reviews hochladen, das überschneidet sich so ein bisschen. Und hierzu schreibe ich übrigens auch eine Review, die auch sehr positiv ausfallen wird. Hier, das habe ich mit 6 Sternen bewertet. Das Comic, finde ich, hat Potenzial wie Walking Dead, geht um Vampire. Wenn man jetzt sagt, schon wieder Vampire, ha, da seid ihr geschnitten. Hier wird das Genre nämlich ganz neu erfunden. Und ja, lest auf jeden Fall dazu die Review. Die wird auf jeden Fall online sein. Kostet 20 Euro, von Crosskite Verlag erschienen. Und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also die Zeichnung, wenn ich mir aufrufen kann, recht brutal. Wenn ich allein das hier schon angucke. Also es ist wirklich Horror. Es ist kein Twilight Vampir. Es geht aber mehr als Horror. Es ist Intrigen, es ist Politik, es steht Sozialkritik drin. Und wenn ich hier oben klappen darf, hier oben schreiben die Kollegen, dass es hier nur eine Oberfläche gekratzt wird. Und ja, es wird hier nur eine Oberfläche gekratzt. Und es kann auch viel tiefer reingehen. Das Ganze soll auch schon verfilmt werden. Also es soll eine Serie daraus entstehen, also ähnlich wie The Walking Dead. Und ich denke, das wird auch ein sehr großes Potenzial haben. Also wer hier die Ausgaben kauft, macht auf jeden Fall nichts falsch. Der Produzent ist da, glaube ich, mit Dexter hat er irgendwie was am Hut, da hat er auch mitgearbeitet. Also auf jeden Fall sollte man sich dieses Comic kaufen. Es ist wirklich sehr, sehr geil zu lesen und sehr, sehr empfehlenswert. 6 von 6 Sternen gebe ich hier. Und hier das Upgrade. Das hatte ich ja schon auf dem Erlanger Comic Salon. Ich weiß nicht, ob Sie letztes Jahr im Video erwähnt haben, wo wir da waren. Hat der gute Will, der uns auch Review schreibt, das Heft ergattert hat. Leider Signierstunde verpasst. Ich schreibe dazu eine Review. Dazu werde ich noch ein bisschen ausführlicher was erzählen, was uns da so widerfahren ist. Wir sind auf jeden Fall beide nicht glücklich weggekommen. Jetzt bringt aber auch CrossKite was raus. Das Upgrade ganz groß, eigentlich ist es auf Heftformat erschienen, also auf einem kleineren Format. Und hier, ich muss die Zeichnung für sich sprechen lassen. Ich klappe hier einfach mal ein paar Seiten auf. Diese coolen Zeichnungen, wirklich im semi-funny-Stil gehalten. Absolut genial. Großes Aushängeschild und die Handlung ist Science Fiction, so mit Teleportieren, aber es werden auch viele ernste Themen so im Hintergrund angesprochen und natürlich der Humor, so was hier kommen Kulturen aufeinander oder fallen aufeinander her. Ganz klasse, man hat auf jeden Fall viel zum Schmunzeln. Es ist gar nicht so dialoglastig, man kommt relativ schnell vorbei, wenn man diese großen Seiten die anguckt. Das hat man in 3 Sekunden abgehandelt, aber ja. Der Humor steht auf jeden Fall und einige Anspielungen auf die Geschichte, auf aktuelle Einflüsse. GTA zum Beispiel wird auch so ein klein wenig auf die Schippe genommen in einer kurzen Zeichnung. Ganz geil.
das Upgrade ist eine absolute Kaufempfehlung, mit optisch das Beste, was aus Deutschland gerade rauskommt. Neben Gang Ho natürlich auch genial, auch vom CrossGuy Verlag. Aber diese zwei Sachen sind Deutschlands optischer Exportschlager. Inhaltlich natürlich auch richtig geil, aber optisch noch mal eine Schippe höher. Ich habe die Zeichnung gesehen. Kostet 20 Euro, ist es wert. Soll 10 Bände insgesamt rauskommen. Ich habe jetzt Band 1. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das nächste, Jodorowsky and Bess. Jodorowsky ist natürlich ja ein bisschen expliziter, muss man mögen, aber wer es mag, wird hiermit vollkommen zufrieden sein, hier von Splitter. Habe ich mir im Comic-Laden gekauft, auf dem Grabbeltisch, möchte ich fast sagen. Haben sie ein bisschen aussortiert, auf dem Grabbeltisch, muss ich euch sagen, liegen immer keine schlechten Sachen unbedingt, liegen natürlich auch schlechte Sachen, aber auch so ein bisschen was aus dem Laden raus muss und was dann für einen halben Preis teilweise bezahlt wird. Das Ganze kostet hier 23 Euro oder hat gekostet und ich habe hier die zweite Ausgabe für 12,95 Euro. Also ein richtig gutes Schnäppchen gemacht. Comics sind noch gut erhalten gewesen und hier die Zeichnung an sich, wenn ihr es so schnell macht, müsst ihr mal in die Kommentare sagen, aber ich, wenn ihr es sehe, bin ich aufgeregt. Durch Jodorowsky ist natürlich hier, wie gesagt, ein bisschen härter und ein bisschen expliziter. Religion wird auch mal oftmals thematisiert, Erotik wird thematisiert, Gewalt wird thematisiert und alles ziemlich verrückt und crazy, überspitzt dargestellt auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auch nichts für schwache Gemüter. Es ist explizit, wie gesagt, und nicht für jedermann, aber ich wollte es auf jeden Fall mal lesen. Hab da auch eine gute Empfehlung von Will gekriegt, der steht auch auf solch was. Und ja, hier gleich der zweite Band dazu, damit ist auch abgeschlossen, die Story. Mache ich jetzt nicht auf, sieht ähnlich aus. Aber hier die beiden Sachen für relativ günstiges Geld. So, das nächste, Apartment 23, habe ich mir bei eBay gekauft, auch für einen günstigen Kurs, so um 10 bis 15 Euro, ganz genau weiß ich nicht mehr, bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil die Zeichnung, natürlich sehen die Zeichnungen bei Splitter gut aus, da braucht man eher sich nichts vormachen, aber wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, richtig geil. Und auch hier, die rote knistert ja auch schon und ich kann euch verraten, da gibt es auch andere Szenen, hier zum Beispiel, also wie gesagt, ist es offenkundig überall. Und ja, also ich bin schon sehr gespannt drauf, habe gar nichts drüber gelesen. Ich habe mir einmal einen Blindkauf gemacht, hat irgendwann gesagt, ey, kauf es, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber deshalb habe ich es mir einfach mal gegönnt. So, Scotland Yard, da hatten wir schon eine Review, die ist schon online vom Will. Ich habe mir das Ganze auch bei eBay gekauft. Ich habe hier oben so einen Anranzer, der ein bisschen uncool ist, aber wenn man es für die Hälfte kriegt, kann man es auch mal verschmerzen. Allerdings ein bisschen schade, weil man es auch in der Sammlung vorne sieht im Cover. Will war hier richtig begeistert. Hier wird viel, viel Bezug auf andere Sachen genommen. Und es ist auch Teil vom, ich habe den französischen Verlag vergessen gerade, aber da gibt es eine 1800er-Kollektion. Und diese 1800er-Kollektion ist voll toll. Spielt alles in diesem Zeitalter von 1800, logisch. Und das fließt alles mit rein. Es ist alles unabhängig davon, aber sie spielen so ein bisschen auf die Zeitebenen an. Und das ist immer richtig, richtig genial. Ja, hier sieht man auch geniale Zeichnungen und hier spielen auch ganz viele Figuren mit, teilweise fiktive Figuren, reale Figuren. Lest da mal auf jeden Fall die Review, die verlinke ich auf jeden Fall da unten in den Text und dann lest die mal durch auf jeden Fall, um die ganzen Figuren mal kennenzulernen. Auch wenn ihr das Comic lest, ist das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann braucht ihr nicht extra googeln. Willem hat sich ja richtig viel Mühe gegeben und da könnt ihr dann nachlesen. So, Sherlock Holmes habe ich gelesen. Ich habe die Review geschrieben und ist online, verlinke ich unten auch. Also wenn es online ist, verlinke ich es unten. Und wenn ich es nicht verlinke, guckt trotzdem auf die Page, je nachdem, wann das Video online geht. Wie gesagt, die Problematik, die ich anfangs schon erwähnt habe. Richtig gute Zeichnung. Es geht hier um Sherlock Holmes, bevor er wirklich zum großen Star wurde. Also so ein bisschen die Before-Story. Sehr genial. Ist auch eine andere Perspektive. Sonst es ist immer dieses analytische Denken und diese logischen Schlussfolgerungen stehen im Fokus bei Sherlock Holmes. Hier allerdings spielen andere Charaktere einen größeren Einfluss und dadurch kommen diese ganzen Sherlock Holmes-Fähigkeiten gar nicht so zur Geltung und es wird auch mal ein bisschen anders berichtet. Ich fand ich mal eine coole Perspektivwechsel in der Geschichte von Sherlock Holmes. Hatte ich in der Review auch so reingeschrieben. Also von daher auf jeden Fall, wenn ihr auf Sherlock Holmes steht, hier kaufen. Von Splitter kann man nichts falsch machen. Splitter bringt noch was von Sherlock Holmes raus oder hat schon rausgebracht.
Auch von, ich weiß, Soleil. Ich glaube, Soleil, die 1800er-Kollektion. Guckt da auf jeden Fall mal nach. Das ist ein bisschen peinlich gerade. Und dort, Soleil hat dann, Soleil, wenn es Soleil war, in Frankreich, ich glaube, 7 oder 9 Sherlock-Holmes-Bände rausgebracht wurden. In Deutschland erst 2 erschienen sind. Alle unabhängig, glaube ich, voneinander. Aber wer sich für Sherlock Holmes interessiert und Französisch kann, kann da auch mal ins Nachbarland schauen. Und hier die Nacht der lebenden Toten. Ich habe es noch eingepackt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt schnell auf. Das Knister-Knister-Effekt hatte ich immer im DVD-Fan-Net. Da habe ich mal die Folie dran gelassen. Das war da richtig modern. Jetzt komme ich ja so ein bisschen ins Straucheln. Ich glaube, bei Comics ist das nicht ganz so cool. So, weg damit. Das Ganze hat schon Martin gereviewt. Also alle Sachen, die ihr seht, bis auf bis auf die 2 expliziten Sachen. Ich kam es mit den Namen nicht so richtig. werde ich auf jeden Fall reviewen. Vielleicht die anderen auch noch, je nachdem, wie ich Zeit habe. Und jetzt muss ich feststellen, ich habe einen Riss hier oben. Das ist nicht gut. Ich packe es gerade aus. Ihr habt es gesehen. Es ist auf jeden Fall angeranzt. Und das zieht sich durch. Da muss ich nochmal in den Laden hin und das nochmal beanstanden. Weil das ist nicht gut. Aber sonst ist das Comic geil. Aber ich bin gerade ein bisschen, ja, böse. Wie kann das passieren? Frage ich mich. Schade. Schade. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, wie ihr merkt. Das ist hier ein richtiger Ranzer. Zum Glück habe ich es abgefilmt, damit ich auch einen Beweis habe, dass ich das nicht war. Zieht sich ganz schön durch, hier nicht so. Ja, schade. Ja, ich bin traurig gerade, weil das Comic echt geil ist. Ja, egal. Ich lasse mir die Stimmung nicht vermiesen, gehe Montag in den Comicladen und ja, das ist alles Hardcover-mäßig in mein Haus gewandert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.